Ja, ich denke erstmal wesentlich verbessert zu dem Spiel vor 2 Wochen in Mainz. Ich glaube, dass die Mannschaft heute alles auf den Platz gelassen hat, was in ihren Möglichkeiten waren. Wir haben vieles probiert jetzt in den letzten beiden Wochen, sofern uns das möglich war. Wir hatten ja auch den einen oder anderen Nationalspieler nicht an Bord, haben das intensiviert in den letzten Tagen. Wie gesagt, wir haben 2 wunderbar herausgespielt, gerade das erste Tor war wunderbar herausgespielt, wo man auch sieht, welchen Wert Kiyotake für uns hat. Dem ich heute mal rausstellen möchte, der nach 3,5 Monaten jetzt heute sein erstes Spiel gemacht hat, völlig entkräftet nach 80 Minuten den Platz verlassen hat. Aber wie wichtig er für uns ist und wie gesagt, dass wir letztendlich nicht den Punkt mitgenommen haben, ist ganz einfach der Qualität der Dortmunder im Moment zu schulden. Und ich denke, dass sie wirklich auf einem sehr, sehr guten Weg sind und das auch mit der letzten Konsequenz bis zum Schluss durchspielen, haben uns dann nicht mehr reingelassen. Aber ich denke, dass meine Mannschaft heute viele gute Aspekte auf den Platz gelassen hat, mit denen wir in der nächsten Woche arbeiten können und werden uns dann natürlich wieder konzentriert auf Augsburg vorbereiten. Philippe hatte einen unglücklichen Nachmittag. Konntest du ihn eben trösten in der Kabine? Gab es schon Kontakt? Ich habe es geschafft. Christian hatte Rückenprobleme und er ist ja auch vorbelastet, was den Rücken angeht. Und es war nicht möglich und von daher hat Philippe dann relativ spät, also auch nach der Mannschaftssitzung, erfahren, dass er spielt. Das will ich jetzt nicht unbedingt als Entschuldigung gelten lassen, aber grundsätzlich ist es so, dass ich das Spiel zu lange selbst gespielt habe, um zu wissen, dass so Tage möglich sind. Ja, und er ist ein ausgezeichneter Innenverteidiger und hat dann eine schwere Nacht vor sich und ab morgen nimmt man den Kopf wieder hoch.